Guten Tag, ich bin vom Magazin Longboard Stories und ich habe gehört, Sie wollen uns heute eine Geschichte aus Ihrem Leben erzählen. Also, dann berichten Sie doch mal, was Ihnen passiert ist. Richtig. Es war in meiner Kindheit, mein Fahrer war ein ganz schöner Trinker und er hat mich ständig wieder mit seinem Alkohol, vor allem natürlich mit Bier, bespritzt. Und irgendwann konnte ich einfach nicht mehr anders, dann wurde ich eben auch abhängig. Weil, wissen Sie, wenn man ständig unter diesem Druck steht, unter diesem Alkoholeinfluss, dann muss man einfach irgendwann selber Alkohol trinken. Das ist wirklich schlimm, wissen Sie? Nun, das ist echt heftig. Ich sehe schon, Sie hängen ja dauernd an der Flasche irgendwie. Und ja, aber haben Sie nun eine konkrete Geschichte? Was genau wollen Sie uns vermitteln? Ich will einfach sagen, man sieht es schon an den ganzen Flecken an meinem Deck. Also es ist schrecklich. Der Körper verändert sich, wenn man trinkt. Und einfach alles wird schlechter. Man wird total abhängig und auch der Fahrer selbst kann natürlich nicht mehr so gut steuern. Es können leichte Unfälle passieren. Ich weiß noch genau, wie es passiert ist. Mein Fahrer hat sich ein kühles Bier aufgemacht, hat getrunken und ständig ist es auf mich getropft. Immer wieder. Und so kamen diese Flecken zustande. Und jetzt geht's mir genauso. Ich brauche einfach alle paar Sekunden mein Bier. Wo ist es? Ah, hier. Ah, so eine Scheiße. Und so sieht jetzt mein Zuhause aus. Das hat der Alkohol aus mir gemacht und aus meinem ganzen Leben. Also merkt euch, lasst euch niemals von eurem Fahrer Bier auf euch tropfen und am besten auch keine anderen alkoholischen Getränke. Denn Alkohol ist schlecht. So, das war die nächste Board Story. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es waren wieder echte Elemente dabei. Es ist wirklich so passiert, ungefähr. Ob das Brett nun wirklich abhängig geworden ist und gestorben, das lasse ich eurer Fantasie überlassen. Ja, vielleicht noch kleine Botschaft, trinkt nicht zu viel, aber das brauche ich euch, glaube ich, nicht sagen. Das könnt ihr selber einschätzen, mehr oder weniger. Und dann schreibt eure Stories von euren Boards in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Auf Wiedersehen.